Unsere Nahrung besteht aus drei Komponenten. Kennst du alle drei Komponenten? Die ersten Komponenten sind Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Fette, Proteine, die den größten und wichtigsten Teil ausmachen unserer Nahrung. Denn daraus bauen wir unser Biomaterial quasi auf und generieren dadurch Energie in Form von ATP. Der zweite sind die Vitamine und Minerale. Die sind wichtig für die Stoffwechselprozesse im Körper. Die sind wie das Schmieröl quasi, wohingegen die Makromoleküle, das heißt Proteine, Fette und Kohlenhydrate, eher wie die Zahnräder sind. Und diese Zahnräder arbeiten nicht ohne Vitamine und Minerale. Ne? So. Vitamine und Minerale sind vor allem Bestandteile von Zentralatomen von Enzymen, ja? Die ohne nicht arbeiten würden halt, oder als Kofaktor für Enzyme wirken. Doch jetzt kommen wir zu der dritten Gruppe, die sekundären Pflanzenstoffe. Unser Körper kann ohne diese überleben und Pflanzen können diese ebenfalls. Doch eben viel schlechter und kürzer. Sekundäre Pflanzenstoffe schützen die Pflanze vor äußerlichen Einflüssen wie UV-Strahlung oder Erreger. Um einige Beispiele zu nennen, das Allicin aus dem Knoblauch, das Thymoquinon aus dem Schwarzkümmel, das Capsaicin aus dem Chili, das Carbactrol aus dem Oregano und das Thymol aus dem Thymian, das Cyanidin aus dem Holunder oder der roten Zwiebel und das Kurkumin aus dem Kurkuma. Ja. Der Name sekundär kommt daher, da sie nicht aus dem Primärmetabolismus entspringen und daher nicht lebensnotwendig sind, wie Proteine, Fette aus dem Primärmetabolismus. Aber eine Mango überlebt nun mal deutlich länger und besser in der prallen Sonne, wenn sie sich schützen kann durch orangene Färbungen, durch die Flavonoide. Diese wirken antioxidativ und minimieren den Schaden, der durch UV-Strahlung sonst induziert werden würde. Doch auch der Mensch profitiert von diesen Substanzen, denn er kann sie ebenfalls aufnehmen, wenn er diese Frucht isst. Daher ist die Schale immer besonders wichtig, hat unsere Mutter schon damals immer gesagt. Doch jetzt kommt der springende Punkt. Da diese Stoffe aus dem sekundären Metabolismus entspringen, daher springende Punkt, ja, sind diese ebenfalls für uns nicht essentiell. Daher hat die Natur uns auch keine Kanäle oder Transporter gegeben, um diese auch adäquat aufzunehmen. Daher nehmen wir von einigen Stoffen nur sehr wenig auf. Beispiel Kurkumin aus dem Kurkuma. Genau genommen aus der Wurzel. Ja, liegt bei ca. 1%. Das heißt nicht, dass diese kleinen Mengen auch nicht schon Gutes bewirken können, aber das geht eben besser. Das ist auch der Ursprung der liposomalen Produkte von Puracell. Aufgrund ihrer membranähnlichen Struktur, ja, brauchen sie keine Transporter, denn sie verschmelzen mit der Zellmembran und können so dementsprechend den Wirkstoff dann ungehindert in die Zelle hineinbringen. Daher haben wir auch eine Studie dazu gemacht und man sieht auch hier, dass das Kurkumin quasi 40 mal besser bioverfügbar war als herkömmliches, ja. Verlinke ich euch mal alles unten, das gibt auch für mehrere Stoffe quasi, aber weiter zum Text. Es gibt eine Möglichkeit, wie ihr trotzdem diese Nährstoffe 17,4 mal besser aufnehmen könnt, vor allem die, die fettlöslich sind. Das sind Carotinoide zum Beispiel, dazu zählen Beta-Carotin, aber vor allem auch Süßkartoffel enthält sehr viel davon, Grünkohl, Karotten, ja. So, und das Alpha-Carotin ebenfalls, ja, oder das Zeaxanthin, ja, aus der roten Paprika oder aus dem Eigelb, ja, oder das Lycopen aus der roten Tomate, ja, oder das Astaxanthin aus der Alge Haematococcus pluvialis, welche die Krebse quasi und die Lachse oder Flamingos in sich akkumulieren, ja. Dazu schauen wir uns jetzt mal zwei Studien an. Ja. Die erste randomisierte Crossover-Studie lautet: Auswirkungen des Verzehrs von Eiern auf die Aufnahme von Carotinoiden aus gemeinsam verzehrten rohem Gemüse. In der anderen Studie klären wir, ob wirklich Eier notwendig waren, um diesen Effekt zu erzielen. Aber erstmal schauen wir uns diese Studie an. Das Studiendesign war wie folgt. Ja. Die Probanden aßen Salate, die viele Carotinoide enthielten. Zuvor mussten sie aber eine Woche eine Ernährung durchführen, die keine beinhaltete und vor allen Dingen auch nicht supplementieren in der Hinsicht. Die eine Gruppe aß nur Salat und die andere dementsprechend 75 oder 150 und dann noch Eier dazu. Ja? Da die Eier auch etwas Carotinoide enthalten, ist dies zu erwähnen, ja? Machen aber nicht großartig etwas aus, denn der Teil davon, die enthalten sind, quasi zu vernachlässigen. Ja? Also für 75 Gramm Gruppe, ja, sind ca. 1,7% der Carotinoide aus dem Eier und für die 150 Gramm Gruppe dementsprechend 3,4% von den Carotinoiden stammen aus dem Eier. Das Ergebnis sah wie folgt aus. Lycopen, Beta-Carotin und Lutein sind massiv in der HE-Gruppe, also in der High-Egg-Group, das heißt 150 Gramm Eier-Gruppe, gestiegen, ja, obwohl ja nur 3,4% extra eigentlich hinzugefügt wurden aus den Carotinoiden aus den Eiern, ja, die die gegessen haben. Das heißt, da muss es einen Zusammenhang geben, ja. Dazu muss man sagen, dass Eier aber auch eher Zeaxanthin haben und das ist hier eben nicht sonderlich gestiegen noch. Wie wir sehen, erreichen wir im Vergleich zu den Salatgruppe knapp 8-mal höhere Blutspiegel von bestimmten Carotinoiden, wenn Eier involviert waren. Und das korreliert natürlich damit, dass die Triglyceride ebenfalls in der High-Egg-Group
gestiegen sind. Das heißt, in der viele Eiergruppe. Ja? Auch am meisten sind davon dementsprechend auch die Fette gestiegen. Ist ja klar, weil die Eier enthalten natürlich auch diese Fette. Ja? Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Aufnahme von Carotinoiden, die in carotinoidreichen Lebensmitteln wie Rohkostsalate enthalten sind, durch den gleichzeitigen Verzehr von gekochten Volleiern wirksam verbessert werden kann. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass das Ei als nährstoffreiches Lebensmittel, das essentielle Aminosäuren, ungesättigte Fettsäuren und B-Vitamine enthält, den Nährwert von Gemüse erhöhen kann. So, jetzt kann man sagen, esst alle Eier zum Salat, denn nur diese helfen, die Nährstoffe massiv zu erhöhen. Das stimmt aber so nicht, denn es kommt nicht auf das Ei an, sondern es kommt tatsächlich auf die Fette an. Und dazu habe ich eine andere Studie herangezogen. Die Aufnahme von Carotinoiden mit quasi auch Salat und Salsa, ja, durch den Menschen wird verbessert durch den Zusatz von Avocado und Avocadoöl. Das ist die Überschrift. Hier wurde den Probanden ein Salat serviert aus geschredderten Karotten, also Römersalat, Babyspinat. Dazu gab es dann auch Avocados, 75 oder 150 Gramm, ja, so wie damals bei den Eiern. Und noch eine weitere Gruppe mit Avocadoöl. Schaut man sich diesen Graphen an, dann wird schnell klar, dass 150 Gramm Avocado massiv dazu beigetragen haben, Carotinoide im Blut zu erhöhen im Vergleich, wenn man den Salat ohne Avocado isst, das heißt ohne Fettquelle. Schaut man sich die Werte mal genauer an, dann erreicht man sogar mit Avocadoöl 17,4 mal höhere Beta-Carotin-Spiegel im Blut. Jetzt muss man aber auch genau sein. Und hier sieht man, dass die Avocado aber auch 2,1 mal mehr Beta-Carotin liefert, alleine durch ihren eigenen Gehalt, als der Salat schon selbst halt. Ja? So, wenn die Avocado nicht die Bioverfügbarkeit erhöhen würde, dann würde der Wert des Beta-Carotins aber nur um den Faktor 2,1 steigern. Das tut er aber nicht, denn er steigt sogar um den Blutwert quasi 15,2, ja, sehen wir hier. Das heißt, unabhängig davon, dass die Avocado selbst viel Beta-Carotin hat, erhöht sie die Bioverfügbarkeit des Beta-Carotins aus dem gesamten Salat und erhöht diese Blutkonzentration um den Faktor 15,2 anstelle von einem Faktor 2, der sich nur rein rechnerisch ergeben würde. Ziemlich tricky, aber ich habe das alles ausgerechnet. Also Fazit, es liegt nicht direkt an der Fettquelle, sondern wichtiger, dass Fett gegessen wird zu der Mahlzeit, ja. Trotzdem kann man sagen, dass die Fettquelle von Natur aus quasi ebenfalls sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, wie zum Beispiel Avocados, ja. Diese sind eine noch viel bessere Wahl, denn diese Stoffe in der Frucht addieren sich zusätzlich in das Milieu, welches gut ist für die Aufnahme jeder anderen Stoffe der restlichen Mahlzeit. Doch wieso passiert es so? Das liegt daran, dass Fette wie folgt aufgenommen werden vom Körper. Da Fette wasserunlöslich sind, also hydrophob, muss die Gallensäure, die von der Leber produziert wird, ca. 1 Liter am Tag und unter anderem Cholesterin enthält, dazu genutzt werden, um die Oberflächenspannung des Wassers herabzusetzen im Darmlumen, sodass die Fette emulgieren, das heißt sich feine Fetttröpfchen bilden, die jetzt besser von der Bauchspeicheldrüse, genau genommen von den Lipasen, gespalten werden können, weil die Angriffsfläche ist größer. Diese gespalteten Fette lagern sich dann mit sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen oder auch Cholesterin zu Mizellen zusammen. Diese Mizellen transportieren dann die Stoffe durch die Darmmembran. Wichtig, Mizellen sind aufgebaut wie Liposomen, beziehungsweise die Zellmembran, mit der sie quasi aus dem Darm verschmelzen können. Ja? Es gibt Nanopartikel, die der Körper selbst herstellt. Genauso wirken unsere liposomalen Produkte übrigens. Daher ist diese Darreichungsform für den Körper extrem vertraut. Danke für die Aufmerksamkeit. Interessante Produkte verlinke ich alle unten und wir sehen uns beim nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke nicht vergessen, damit ihr auch wirklich benachrichtigt werdet und das Like würde ich mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns. Bis gleich auf purazell.de.